Hallo Minecraft, herzlich willkommen zur weiteren Folge Sky Factory. Ja, es war jetzt ein bisschen länger Ruhe und deshalb kommt jetzt mal wieder was. Ich habe jetzt eben mal den Rundumbogen, den wir hier eins rausgegangen sind, mit den Carpenters-Blöcken fertiggestellt und habe hier schon mal eine Lage draufgelegt von den Marble Bricks. Und da machen wir jetzt auch gleich mal weiter. Wir wollen hier ein bisschen noch hochgehen. Natürlich kriegen wir hier wieder das Problem mit den doofen gelben Kreuzen. Da müssen wir gleich aufpassen. Vorsichtshalber gehe ich jetzt einfach mal schlafen. So. Und dann machen wir da auch gleich weiter. Ach, der Dings da ist fertig. Die brauchen wir nicht. Davon brauchen wir welche. Das geht gar nicht, die müssen wir chiseln. Dachte, wir könnten die auch craften. Hätte ich das gewusst, hätte ich vorher noch welche gemacht, damit es einfach schneller geht. Ist halt doch jedes Mal eine Minute, die da drauf geht für so ein doofes Crafting-Zeug. So, Magnet ist an. Warum fällt es da nicht runter? Jetzt. Können wir nämlich nochmal Dry Stacks hier reinmachen. Und dann haben wir ein Stack zu viel. Schade. Aber wir könnten auch mal unsere Inventar wieder ein bisschen leer machen. Hier geht noch eine Sache rein. Kabel brauchen wir im Moment nicht. Allerdings habe ich schon gesehen, Builders One. Es funktioniert nicht, dass wir unter dem Überhang Strom produzieren können. Ja, das heißt, wir müssen die Stromproduktion wirklich noch mal umbauen. Hatte ich ja von Anfang an eigentlich auch so geplant. Ich dachte nur, das letzte Mal hatte ich gesagt, das passt. Das war halt doch nicht so. So, jetzt lass mich mal gucken, ob das von der Höhe her passt. Gar nicht so schlecht. Die Mitte brauchen wir jetzt. Also den Magneten können wir jetzt natürlich wieder anmachen. So, das ist unser Eingangstor. Ich glaube, dann gehe ich noch mal eins hoch. Gut. Dann kommen jetzt die Türme hier voll dran. Und zwar. So ist es richtig. Nein, drei. Also hier. Nein, das war jetzt eins zu hoch. Das wollte ich jetzt nicht. Muss mal eins wieder abtragen. So. Ja, demnächst wird auch die Planung für Minecraft City 2 starten.
Also auf jeden Fall, das wollen ich zumindest und ja, ich denke, Mephisto und so werden auch wieder dabei sein. Es wird einfach nochmal ein Mega-Projekt. Vielleicht hat auch der ein oder andere von dem Server hier Lust, da mitzumachen. Wer nicht weiß, um was es geht, der kann einfach mal die Playlist Minecraft City starten. Ja, und auch mal ein paar alte Videos gucken. Wir haben damals einfach zusammen eine relativ große Stadt gebaut. Das ist natürlich irgendwann, der Server lief fast 2 Jahre oder ist bald 2 Jahre am Laufen. Aber irgendwann ist es einfach so, dass da halt weniger Aktivität stattfindet. Aber es hat damals riesig Spaß gemacht. Und ich denke, es wird auch jetzt wieder Leute geben, die da mit Spaß und Freude dabei sind. Wer sich bewerben möchte, kann das gerne tun. So, jetzt lass mich mal kurz gucken. 3 und dann jetzt noch eins raus. Also müssen wir doch hier auch machen. So, und dann kommt aber hier ein Durchbruch, damit wir reinkommen. Oder ich mache den Durchbruch an der Seite, aber dann haben wir hier halt das Licht weg. Aber ich glaube, das wäre fast besser. Wenn wir hier den Durchbruch machen. So. Ich glaube, so sieht es besser aus. Weil hier ist ja noch was geplant, ja, da kommt noch was dazu. Müsste passen. Einmal noch. Ach so, nee, wir hatten ja gesagt, wir machen das woanders. Und zwar an der Seite hier. Es geht jetzt natürlich mal wieder ratzfatz hier durch den Builderswamp. Das freut mich auch. Dann ist es für euch auch nicht so langweilig. Gut, das passt jetzt schon mal. Und jetzt soll eben auf dieser Seite hier so ein Unterstand gebaut werden. Geh mal 3 hoch, ich denke, das passt dann. Auf der Seite auch. Und da kommen jetzt nämlich schon die Nether Bricks ins Spiel. Bin jetzt nicht sicher, ob ich die als Stufen craften soll oder nicht. Ich gehe mal 4 raus. Ich denke, ich nehme Stufen, das sieht ein bisschen natürlicher aus. Es ist zwar schön, wenn das alles so glatt sein kann durch die Carpenter-Blöcke, aber manchmal ist es, glaube ich, auch schön, wenn man Stufen hat. So. So. Dann soll das hier schon anfangen. Weiß ich gerade gar nicht mehr, ob das
Wenn Bilderswand ging. Ich glaube, wir hatten das damals in Sky Factory im Bilderswand gemacht. Okay, kommt also doch noch zwei Lagen drauf. So. Ja, geht. Das ist gut. Kurze Konzentrationsphase. Die Stairs, die werden einfach oft sehr gerne falsch platziert. So. Somit ist eine Seite schon fertig. Ich glaube, warte mal, ich mach mal hier. Wir sollten schlafen gehen, sonst spawnen hier oben gleich überall Monster. Und das will ich nicht. Ich glaube, ich muss oben noch mal eins runtergehen. Das heißt, das hier nochmal wegmachen. Das hat wieder gebackt. Der war dann doch richtig. So, ich freue mich auch, dass es jetzt endlich mal losgeht, dass ich hier an meinem Gebäude arbeite. Mehr oder weniger habe ich das ja die ganze Zeit auch so getan. Aber jetzt, dass das Gebäude auch mal ein bisschen Form annimmt. Ja, das sieht gut aus. Eines Unterrand. Ich glaube, ich muss aber noch eine Reihe wegnehmen. Ja. Hier oben ist einfach nur zum Aussehen, ja. Es wird rein schön gebaut. So, jetzt kommt die große Frage, kann der beide gleich platzieren? Nein. Aber das ist auch nicht so schlimm. Weil wir eben, wie gesagt, durch den Builderswan, und der kostet hier wirklich gar nichts. Normal ist das ja, glaube ich, ein Item aus einem anderen Mod. So.
Bin ich gerade am Überlegen. Ich glaube, ich mache hier das mal noch so. Dann sieht der Abschluss ein bisschen schöner aus. Und wir haben keine Netherbricks mehr. Zum Glück haben wir die Produktion rechtzeitig angefangen. So werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal nicht in den Engpass kommen. So, komm. Ich möchte auf jeden Fall das Dach noch fertig machen. Also die Dächer beziehungsweise. Hier habe ich übrigens noch ein Pyrophium eingebaut. Ja. Nicht, dass ihr euch wundert, weshalb da Dreiset-Dinger sind. Oder wir machen hier einen Dachbalken rein. Ich glaube, das sieht fast noch besser aus. Weil irgendwie muss es daher auch gestützt werden. Wir machen jetzt hier erstmal einen Prototyp auf der einen Seite. Dann schauen wir, wie das aussieht und dann geht es auf die andere Seite. Aber ich denke, das passt so. Noch ein. Aber der kommt dann direkt auf die Lampe, das ist auch nicht so gut. Dort ist nicht so der Knüller. Okay, aber so werden wir das gestalten. Und da kommt der Dachbalken hin. So, und dann kommt hier das wiederum so. Na, genau das sollte nicht passieren. Es ist immer anstrengend, so nach oben zu gucken und dann richtig zu platzieren. So, war das jetzt richtig? Ich glaube schon. Ja. So. So viel erstmal dazu. Also ihr seht, mein Castle nimmt hier ein bisschen Gestalt an. Was jetzt halt natürlich doof ist, ist, dass wir hier wieder nirgends Lampen haben. Das heißt, ich muss kurz nochmal ausleuchten und dann war es das für die heutige Folge Sky Factory.
Was sind denn die ganzen Fackeln? Ah, hier. Irgendwo ist gerade was explodiert. Aber das war nicht bei mir. Ja, dann müssen wir uns gleich noch ein paar Fackeln machen. Hier ist soweit alles ausgeleuchtet. Das ist toll. Ich glaube, da drüben drin war auch ausgeleuchtet, oder? Ja. Da war noch eine Fackel jetzt. Gut. Ich werde jetzt noch schnell ausleuchten. Brauchen wir hier überhaupt noch... Ah ja, wir müssen hier unten auch noch Lichtquelle einbauen. Und wir sollten mal unser Chargepad laden. Ja, unser Jetpack. Und nächste Folge werden wir uns mal dann um die Stromquelle kümmern. Ich habe da eine Idee. Die muss ich aber erst noch umbauen. Deshalb schauen wir dann mal, wie es nächste Folge weitergeht. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Ich freue mich über alles. Bis dahin. Ciao, Minecraft.